Als Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen gekürt wurde, schien es eine Bilderbuchgeschichte für sie zu sein. Ihr Image damals so von der Heute-Show zusammengefasst. Sie kennt sich aus mit Klima- und Außenpolitik, ist eine legendäre Aktenfresserin, immer top vorbereitet, heißt es. Es folgten Diskussionen über ihren Lebenslauf, Nebeneinkünfte und ihr Buch. Aber auch der Spitzenkandidat Armin Laschet von der CDU bekleckerte sich nicht mit Ruhm. Während das Staatsoberhaupt sich zum Ernst der Lage äußert, geschieht im Hintergrund etwas, das seither die Gemüter erregt. Ministerpräsident Armin Laschet und seine Gesprächspartner lachen über was auch immer. Die Werte der Kandidaten haben sich stark bewegt, aber auch die ihrer Parteien? Es lohnt sich, auf die Zahlen des Politbarometers zu schauen. Denn der Einfluss der Spitzenkandidaten auf die Wahl könnte überschätzt werden. Dass bis zum Wahltag am 26. September noch viel Unvorhersehbares passieren kann, das haben wir zum Beispiel mit den Fluten in West-, Süd- und Ostdeutschland erlebt. Verratet uns jetzt schon mal gerne in den Kommentaren, was glaubt ihr denn, wer am Ende im Bundeskanzleramt sitzt. Aber lasst uns mal in den Boxring steigen und wir schauen uns die drei Kontrahenten genauer an. Annalena Baerbock. Kurz nach ihrer Nominierung Anfang Mai trauten ihr 43% zu, dass sie kanzlerfähig sei. Nach ihrer Nominierung gab es, wie gesagt, einige Diskussionen und die Umfragewerte bei ihr fielen. Was war der K.O.-Schlag für die Grünen? Naja, einen kompletten Knockout für die Partei gab es in den Umfragewerten nicht. Gerade mit Blick auf die Frage, welche Partei man wählen würde, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, die sogenannte Sonntagsfrage. Im Mai hatten die Grünen mit 26% den meisten Zuspruch. Seitdem haben sie Prozentpunkte eingebüßt, aber so stark, wie sich die Werte bei der Spitzenkandidatin verändert haben, ist es bei der Partei nicht. Spitzenkandidaten steigen für ihre Partei in den Wahlring. Sie teilen Schläge aus und müssen aber auch Schläge einstecken, wenn wir die Metapher mit dem Boxen noch ein kleines bisschen ausreizen wollen. Aber an was machen denn die Wähler ihre Entscheidung fest? Sind es wirklich vor allem die Spitzenkandidaten? Aber man muss immer diesen Dreiklang sehen aus Programmatik, Person und auch der strukturellen Unterstützung, die eine Partei hat. Und da verfügt sowohl die Union als auch die Grünen über ein relativ stabiles Gerüst. Für viele Wähler und Wählerinnen ist die Glaubwürdigkeit eine ganz wichtige Dimension. Und dazu gehört eben auch, dass es eine große Deckungsgleichheit von Parteiprofil und Kandidatenprofil gibt. Und wenn das stark auseinanderfällt, dann gibt es Schwierigkeiten bei der Mobilisierung in Wahlkämpfen. Anders als bei Annalena Baerbock läuft es bei Olaf Scholz von der SPD übrigens in den Umfragewerten eher immer besser als schlechter. Zumindest wenn es um ihn als geeigneten Bundeskanzler geht. Im Vergleich zu Anfang 2021 sagen jetzt deutlich mehr Menschen, dass sie Scholz für kanzlerfähig halten. Von allen dreien ist er bei der Frage, wer am ehesten als Kanzler geeignet sei, umfragetechnisch der stärkste der Kandidaten. Also was wer kann Kanzler betrifft. Im Vergleich zu Annalena Baerbock und Armin Laschet tritt Olaf Scholz eher ruhig auf. Er hat sich auch keinen Ausrutscher während der Flut erlaubt. Abgesehen davon hat Scholz als Vizekanzler und vor allem als Bundesfinanzminister natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, sich im Ring zu präsentieren. Er ist permanent in der Öffentlichkeit. Er ist es, der zumindest öffentlichkeitswirksam Corona-Geldhilfen und Fluthilfen zusichern kann. Als Vizekanzler und Bundesfinanzminister bekommt er von der Presse dann natürlich auch nochmal mehr Aufmerksamkeit. Deutlich mehr zum Beispiel als Annalena Baerbock. Aber er scheint sich generell eher zurückzuhalten. Und auch ein Skandal wie bei Wirecard, der auch Scholz betrifft, scheint die Massen nicht vom Hocker zu reißen. Mehr zu Wirecard übrigens hier oben im i. Scholz triumphiert also bisher in den Umfragewerten. Und die Partei, die SPD? Naja, seit Januar 2021 bleibt die SPD fast konstant bei 15%. Mal mehr, mal weniger. Auch hier verändern sich die Parteiwerte nicht so stark wie die der Spitzenkandidaten. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Kanzlerkandidat zwar in der Gunst steigen oder fallen kann, sich bei der Partei aber nicht so viel tun muss. Das heißt also, die Umfragewerte der Spitzenkandidaten sagen mehr über ihre eigene persönliche Beliebtheit aus. Und schließlich wählen wir den Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin in Deutschland nicht direkt, sondern nur indirekt über die Partei. Steigen wir noch ein letztes Mal in den Ring. Dieses Mal mit Armin Laschet von der CDU. Trifft unsere Hypothese hier auch zu? Genauso wie Olaf Scholz konnte auch er in der vergangenen Zeit bei der Frage geeignet als Kanzler immer mehr punkten. Also erstmal. Aber dann kam eben dieser Moment. Via Twitter entschuldigt sich Laschet am Abend dafür. Das sei unpassend gewesen. Laschets Lachen, die Diskussionen darüber und eine für viele halbherzige Entschuldigung kamen nicht so richtig gut an. Laschet verlor an Zustimmung. Und dann gab es bei ihm auch noch Diskussionen ums Buch. Die Plagiatsdetektive haben gerade Hochkonjunktur.
Im Juni 2021 lag Laschet noch bei 47%. Also wenn es darum geht, ob er kanzlerfähig ist. Aber kurz nach der Flut sanken seine Umfragewerte wieder schnell ab, wie ihr an dieser Grafik hier erkennen könnt. Zum Lachen war Laschet da wohl nicht mehr zumute. Ende Juni 2021 lag die Union in der Sonntagsfrage noch bei 29%. Laschets persönliche Zustimmungswerte sind inzwischen deutlich gefallen. Und was tut sich bei der Union? Naja, im Vergleich zu Laschets Absturz tut sich nicht so wirklich viel. Wie gesagt, auf die Parteien hatten die Face der Kandidaten bisher nur mäßig Auswirkungen. Wie zum Beispiel bei Baerbock. Quod erat demonstrandum. Die Frage ist dabei, wie wichtig sind solche Dinge also jetzt für die Wahlentscheidung? Ja, der Lebenslauf und Schönungen an dem Lebenslauf ist genauso irrelevant für sich genommen wie Buchpassagen, die woanders abgeschrieben sind. Die sind nicht das Ausschlaggebende. Deswegen wählt niemand oder wählt niemand nicht Frau Baerbock. Aber beides sind Hinweise darauf, wie steht es um die Glaubwürdigkeit von Frau Baerbock. Das klebt ihr jetzt am Schuh und ich fürchte auch, das wird sie da nicht wegbekommen. Das eigentlich Wahlrelevante liegt viel tiefer. Das ist die angekratzte Glaubwürdigkeit. Der Eindruck, hier will jemand größer erscheinen, als sie ist. Und ganz klar ist, die Themen, die im Fokus stehen, können sich auch schnell ändern. Das haben wir uns auch schon im Video zu den größten Problemen mit dem Politbarometer to go hier angeschaut. Das Video findet ihr werdet es euch schon gedacht haben, oben auf dem i. Bundeskanzlerin Angela Merkel, die kann sich da zwar in Ruhe zurücklehnen und schauen, wer ihren wunderbaren Sitz im Kanzleramt einnimmt. Also ich vermute mal, sie hat einen sehr bequemen Stuhl. Aber wahrscheinlich ist sie bei der Performance bisher doch eher etwas skeptisch. So wie hier bei Donald Trump. Die Noch-Kanzlerin Angela Merkel teilte ja meistens wortlos mit Blicken aus. So wie hier. Spitzenkandidaten spielen eine Rolle und sie stehen im Fokus. Manche Fehltritte hinterlassen dann natürlich auch bei den Einschätzungen Spuren, aber oft wird der Einfluss überschätzt. Die Zahlen, die wir uns angeschaut haben, sind zumindest mal Indizien dafür. Sie zeigen aber auch, dass sich noch immer jede Menge tun kann und Bewegung drin ist. Es kann sich alles ändern. Vielleicht etwas ernüchternd, aber wenn ich euch jetzt gesagt hätte, dass die Bundestagswahl schon entschieden wäre, dann wäre das ja auch ein bisschen langweilig und auch ziemlich merkwürdig in einer Demokratie. Da kann sich noch sehr viel tun bis zum 26. September. Und vor der Bundestagswahl gibt es noch genügend Momente, um Boden gut zu machen. Oder eben auch nicht. Zum ersten Mal haben wir ja auch ein Kanzler-Triell. Also kein Duell mit zwei Personen, sondern ein Triell mit drei Personen. Und Politik-Talkshows und Politiker, da kann jede Menge passieren. Frau Zonka, lassen Sie mich endlich ausreden, ansonsten kann ich mir das hier sparen. Und da kann ich nicht so einen Schnickschnack mitmachen und jetzt heute Abend hier lachen und lächeln. Aber Sie können doch, das ist doch keine Haltung zu sagen, ich will nur gestalten, wenn ich auch King of Kotlet bin. Nein, ich finde es, Herr Raab. Ich Oliver Kahn ist auch als Nummer 2 zur WM gefahren. So, und für euch geht es weiter mit interessanten Videos, nämlich links und rechts von mir einmal ein Video darüber, wie das Ranking von Deutschlands beliebtesten Politikern überhaupt entsteht und eines zu Annalena Baerbock und den Diskussionen rund um ihre Person. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.